So, willkommen zurück zu Let's Play Golden Sun. Im letzten Part sind wir durch die Absperrung gelaufen und jetzt gucken wir mal hier links, was da los ist. So nicht, aber so. Und die Gats. Ich liebe diese Musik. Das wäre so eine typische Stelle, wo ein Djinn sein könnte. Aber scheinbar ist hier keiner. Ich habe leider auch nicht mehr genau im Kopf, wo welcher Djinn sitzt. Ich muss auch mal gucken wegen Golden Sun Surviving alle Djinns. Ich habe da was im Kopf von wegen Zusatz-Djinns und dass man da irgendwas in Golden Sun 1 machen muss. Die Frage ist nur, brauchen wir die Zusatz-Djinns? Um Golden Sun 2 komplett durchzuzocken? Das erfahren wir erst, wenn es soweit ist. Und im schlimmsten Fall muss ich dann tatsächlich so gegen Ende von Golden Sun 2 ein bisschen mit Cheats arbeiten. Golden Sun 1 wird definitiv ohne Cheats durchgezockt. Ums die Gats. Bisschen aufräumen. Es gibt auch eine nette Tastenkombination, da kann man Garrett, Ivan und die potenzielle vierte Person umbenennen. Wobei so potenziell auch nicht, man sieht relativ gut, dass da noch eine vierte Person fehlt. Gehen wir erstmal da rechts gucken, ob da irgendwie was los ist, was wir gebrauchen können. Wer ist das denn? Jupiter? Ja, komm, beschwören wir. Jupiter! Kumpfdelikat. Nicht so viel Schaden, wie ich gern erwartet hätte. Na doch, erwartet schon, aber wie gekommen. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich habe keinen Bock, mich jetzt hier abzukaspeln. Es ist so still. Geistleser. Hä? Was ist los, Ivan? Dieser Baum. Er war einst ein Mensch. Jeder hier in Kolyma wurde in einen Baum verwandelt. Warum? Weißt du, warum dies geschehen ist? Wenn ich jetzt... Was war da? Kalai oder was? Die große Stadt auf jeden Fall, wo wir als letztes waren. Richtig deute, dann müsste es deswegen sein, weil sie eben einen Baum gefällt haben. Ich verstehe. Es war, weil sie den heiligen Baum verletzt haben. Was ist jetzt, Ivan? Dieses glitzernde Zeug auf dem Boden. Was ist das? Djinns? Im Miniaturformat? Scheinbar nicht. Ah, was geschieht? Mein Verstand! Jemand greift meinen... Ohnmächtig. Es regnet. Was ist das? Was fällt da vom Himmel? Es glitzert. Ist es das, was diese Leute zu Bäumen... Wir müssen weg von hier. Ich kann nicht. Ich kann mich nicht bewegen. What the? Was ist das denn? Es hält auf jeden Fall dieses Glitzerzeug ab. Ich habe eine Vermutung, was das sein könnte. Batze, was ist mit uns geschehen? Diese Barriere. Hat sie uns geschützt? Scheint so, ne?
Das glaube ich auch, Batze. Ich denke, ich weiß, was diese Kuppeln waren. Das war unsere Synergy. Bist du verrückt? Ich habe doch gar keine Synergy eingesetzt. Hä? Hey, ich kann stehen. Ich kann mich wieder bewegen. Keine Sorge, Ivan. Mach nur. Steh auf. Ey, komm, uns hat keiner aufgefordert und wir sind selbstständig aufgestanden. Also, hier, Thumbs up und so, ne? Diese Barrieren. Wir dachten doch, dass man Synergy nur einsetzen kann, wenn man sich stark darauf konzentriert, oder? Ja. Als ich im Training war, habe ich meine Gedanken so stark fokussiert, dass ich dachte, mir zerspringt der Kopf. Nun, vielleicht ist es für dich einfacher, wenn ich Synergy einsetze. Wie auch immer, ich bin mir sicher, dass wir Synergy projiziert haben. Das muss bedeuten, dass manche Arten der Synergy ihre Wirkung nur dann entfalten, wenn sie gebraucht werden. Wie zum Beispiel, wenn man in Gefahr ist. Es ist beinahe so, wie wenn uns im Kampf ein kritischer Treffer gelingt. Wir können es nicht kontrollieren, aber er gelingt uns, wenn wir ihn brauchen. Nicht nur dann. Ich stimme Garrett zu. Es ist definitiv möglich. Wäre es nicht großartig, wenn wir jederzeit Zugriff auf diese Kräfte hätten, Batze? Ja, aber es wäre auch ein bisschen langweilig, aber grundlegend ja. Ja, lasst uns versuchen, diese Fähigkeit zu perfektionieren. Es fängt schon wieder an. Vorsicht, es passiert schon wieder, habe ich doch gerade gesagt. Aber diesmal stehen wir zumindest. Hä? Warum? Warum werden sie nicht zu Bäume? Wer sind sie? Was mögen dies für Menschen sein, dass ihnen Tretts Glanz nichts anhaben kann? Sind sie hier, um das Dorf mit ihren seltsamen Kräften zu retten? Die Bewohner Kolimas zu retten wird nicht genug sein. Sie haben kein anderes Schicksal verdient. Sie haben mich mit ihren Werkzeugen bedroht. Jetzt bedrohe ich sie mit meinen. Ihr Kinder mögt es vielleicht nicht wissen. Aber wir sterben. Und wenn wir nicht mehr sind, wird auch der Wald von Kolima vergehen. Wir sind nicht die Einzigen, die sterben werden. Arboranda. Wenn es uns nicht mehr gibt, werden auch sie aufhören zu existieren. Einst war Tret der sanftmütige König dieses Waldes. Sanftmütig, total. Doch langsam greift der Tod nach ihm und sein Herz wird entzwei gerissen. Die dunkle Seite seiner selbst hat die Menschen von Kolima in Bäume verwandelt. Der sanfte Tret spricht nicht mehr zu uns. Das sanfte Herz ist ein offenes Tor für Zerstörung aller Art. Ich brauche keine Sanftheit. Wünscht ihr jene zu retten, die Tret in Bäume verwandelt hat, müsst ihr seine sanfte Seite wiederbeleben. Jedoch gelingt es euch nicht, Tret vor dem Verfall zu bewahren, werden wir alle. Sucht nach Tret in der Tiefe des Waldes. Es hat keinen Sinn, Arboranda. Man kann den Menschen nicht trauen. Ich werde sterben und der Rest des Waldes. Genauso wie diese kleinen Bäumchen. Batze, gibt es denn nichts, was wir tun können? Ja doch, Tret besuchen. Das wird schon hinhauen. Was sollen wir tun? Hast du eine Idee? Ja, Tret besuchen. Das wird schon hinhauen. Ich wiederhole mich, oder? Es scheint, als hätte Batze eine Idee, sag ich die ganze Zeit schon. Wir überlassen es dir, Batze. Wir werden alle retten. Jawohl, das werden wir.
und zwar von Colima aus. Und da die meisten hier sowieso alles Bäume sind, ne, gehen wir jetzt hier lang. Das kann man nämlich sehr schön bzw. sehr schnell übersehen und vergessen. Und das wollen wir doch nicht. Skelett erscheint. Und irgend so ein Kammer was? Ach, wurscht. Ein Blitzstrahl macht mehr Schaden. Blitzhieb mit dem Donnerschwert. Reicht nicht. Reicht nicht. Ich glaube, ich muss fast wieder heilen. Möchte ich? Ja, möchte ich. Alter. Muss? Nein. Echt. Ich will keine Nuss einsetzen. Heilung. Auf Ivan. Na komm, Feuer. Blitzstrahl muss reichen. Ja, klar. Warum wollte ich dann heilen? Wir haben doch garantiert noch Heilkräuter, oder? Ja, zwei Stück Heilkraut benutzen für Ivan. Ja, und für Gerrit selber. Dafür möchte ich keine Psynergy einsetzen. Rattensoldat, Fledermaus und Skelett. Team vom Watze wurde überrascht. Das heißt, der Gegner darf zuerst angreifen. Nicht schön. Na egal, greife ich einfach so an. Rums, rums, rums. Schützt sich. Kriegt deswegen nur 3 Schaden. Auch schön. Ivan macht eh keinen Schaden durch normale Angriffe. Ist mir aber wurscht. PP sparen. Persönliches Pech sparen. Ja. Syngery Points. Nicht persönliches Pech. Und den Djinn, den wir da gesehen haben, den möchte ich mir auf jeden Fall noch holen. Deswegen bin ich auch hier in Stadt rein. Das hört sich jetzt schlimmer an, als es ist. Der Venus Djinn. Granit, folgt Batze. Granit erzeugt eine mächtige Erdbarriere. Ja, und die Werte steigen nicht schlecht an. Ist okay. Dann haben wir jetzt einen Level 5 Ritter. Wächter Windfeder. Dann ziehen wir jetzt weiter. Mal schauen, wie weit wir kommen. Ich nehme natürlich immer noch alles an Training mit, was wir mitnehmen können. Und warum? Weil wir das Training jetzt momentan brauchen. Beim Durchspielen werden wir um die Level 30, 35 sein, denke ich mal. Was auch ein relativ guter Schnitt ist, um dann später wieder einzusteigen. Erdbeben, Flamme, Blitzstrahl. Wird schon reichen. Und wenn nicht, haben wir Pech gehabt. Tong, tong, tong. Besiegt, Nummer 23. So kriegen wir nach und nach Kohle zusammen. Ja. Diese kleinen Kämpfchen. Stalagmit, aha, der klasse Ritter erlernt. Schön, schön, schön. Dann können wir jetzt immer noch weitergehen. Lass mich raus. Nicht? Okay. Stalagmit ist Single Target. Okay, nicht nett. Flamme. Damit haben wir die PP ziemlich gut aufgebaut bei Garrett. Aber kostengünstiger sind wir da jetzt ja nicht unbedingt rausgekommen. Heilkraut. Hm? Jut, jut. Dann gehen wir einfach mal weiter. Da, nein, nein, nein.
Normalerweise würde ich auch alle Kisten durchsuchen, aber wir gehen hier nach Kolima wahrscheinlich sowieso nochmal. Derzeitige Position. Jetzt haben wir eine Weltkarte hier. So, ah, da ist der Wald. Dann gehen wir jetzt zum Wald. So 5 Minütchen noch im Wald verbringen, vielleicht ein bisschen länger. Mal schauen, wie sich's ausgeht. Lizzie, Gauner Schwert. Flammenwand der Klasse Wächter. Das nimmt doch langsam Formen an hier. Die Bäume können wir rollen. Und das sollten wir uns auch merken. Aber irgendwas passt hier nicht. Ach, wir müssen da rechts den Baum rollen. Da fängt es an mit den Rätseln. Und spätestens jetzt müssen wir wieder ein bisschen mit Synergy arbeiten. Erdbeeren. Flammenwand ist für sie. Okay. Will ich? Soll ich? Ja, will ich. Ob ich soll, ist eine andere Frage. Whirlwind sollte so aufreichen. 22, 26, 21, okay. 41, 53, 400, ja. Recht schnell besiegt. Jetzt können wir hier weiter. Weiter, weiter, weiter. Jetzt können wir da weiter. Aha. Erster Abschnitt des Waldes. Nee, 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 nee. Wir arbeiten hier noch weiter mit Synergy. Reicht? Reicht? Ja. Ivan, du brauchst bald wieder ein Heilkraut. Du hältst ja gar nichts aus, Junge. Aber nein, ich versuche in diesem Part das Heilkraut noch. Ach, wohl. Oh, ja doch, komm. Lieber Heilkraut einsetzen als die andere kleine Chose einsetzen zu müssen. Okay, dann muss ich jetzt einmal hier unten rum. Zwangstraining. Das Schlimme ist, man muss hier so oder so durch den Wald durch. Und der kommt in 2 von 3 Golden Sun-Teilen vor. Aber es wäre ja langweilig, wenn er gleich aufgebaut wäre, ne? Und mehr spoiler ich euch nicht, falls ihr euch die anderen Golden Sun-Teile angucken möchtet. Wie gesagt, Teil 3 werdet ihr bei mir auf dem Kanal ohne arges Sponsoring nicht zu sehen kriegen. Weil ich 3, 4 und 3 DS mit Capture Card bräuchte. Und ich gehe ganz arg nicht davon aus, dass irgendjemand auf den Trichter kommt, mir über 300 Euro zu spenden. Das wäre doch ein wenig... Wow. Ja doch, ein wenig viel. Kann man auch so tatsächlich so sagen. Ja, mache ich so weiter. Blitzstrahl wird, denke ich mal, nicht benötigt. Ah, ganz, ganz knapp. Batze lebt zwar noch, aber... Jetzt brauchen wir mal ein bisschen Heilung. Aha, ja, nehmen wir noch das letzte Heilkräutchen. Benutzen, Batze. Ja, passt. Ich glaube, ich mache den Part jetzt ein wenig länger. Als gewohnt. Also nicht nur 20 Minuten. Eher so in der Größenordnung halbe Stunde. Uah!
Sacksäfte. Hat da jemand was dagegen, dass ich eine halbe Stunde aus dem Part machen möchte oder was? Blöder PC. Blödes Spiel. Ivan lebt wieder. Giftstachel. Und ist gelähmt. Gerade wiederbelebt und schon gelähmt wieder. Ich rotze ich jetzt trotzdem in den Boden. Critical Hit. 20 Schaden. Nicht so viel auf einmal. Und bevor uns jetzt wieder irgendeine böse Überraschung blüht, heile ich alle einmal hoch. Auch den kleinen Windseher. So. Mal schauen. Wir machen. Ja doch. Wir machen den Wald jetzt bis zu einer halben Stunde. Wenn es nicht ausreicht, werde ich halt noch ein bisschen umbasteln müssen. Zwangsweise. Und an der Stelle, ganz ehrlich, habe ich schon mehr als eine Stunde dran verbracht gehabt, bis ich dann raus hatte. Ah, so funktioniert das. Okay. Jetzt muss ich hier außen rum. So als kleiner Lausbub. Wie alt war ich da? 14, 15 oder so. Das ist jetzt mittlerweile auch schon locker 10 Jahre her. Daran sieht man, wie schnell die Zeit vergeht. Und dass das Spiel auch nicht mehr das jüngste ist. Drohne! Geht, sterben ihr Drohnen. Alles auf einen. Dann stirbt die Drohne vielleicht auch. Tut sie nicht, okay. Aber jetzt müsste es reichen für die linke Drohne. Mit dem Blitzhieb auf jeden Fall. Ja. Dann Rockadoodle, weg mit dir. Weg mit dir, habe ich gesagt. Level 7. Das Rätsel, ja, ist ja gut. Man kommt schneller hinterher aus dem Wald wieder raus wie rein. Ein Schild. Berühren des Schleusenhebels verboten. Es ist verboten. Ich möchte den Hebel berühren. Ja, es ist verboten, ich weiß. Jetzt lass mich. Batze betätigt den Hebel. Das ist noch nicht mal eine Abfrage, ob ich das machen will. Ist zwar verboten, aber wenn keine Abfrage kommt, warum nicht? So, was möchte ich denn jetzt machen? Ja, ich möchte erstmal nach ganz rechts kommen. Das heißt, ich rolle beide erstmal oder einen? Nee, erstmal beide. Dann rolle ich dich jetzt nach rechts. Dich nach rechts. Dich nach unten, damit wir hier eine Linie haben. Dich noch links. Von oben nach unten. Damit sollten wir an die Kiste kommen und rausfinden, was da drin ist, ob wir es gebrauchen können. Ist euch was aufgefallen? Hier gibt es keine Monster mehr. Warte, betätigt den Hebel. Truhe. Pelzmantel. Okay, Pelzmantel. Wer kann dies denn kriechen? Wither. Auf 46 geben. Auf 46, auf 6, auf 39.
Ist eine Steigerung von 8. Ist eine Steigerung von 8. Ist eine Steigerung von 8. Ich möchte aber Ivan stärken erstmal. Schutz vor Wasser. Ja gut, wird auf Garrett ein bisschen stärker kommen, weil er halt Feuer ist und entsprechend von Wasserfähigkeiten mehr Schaden kriegt. Aber im Moment haben wir noch nicht viel mit Wasser am Hut. Deswegen, das können wir immer noch später machen, wenn es notwendig ist. Hilfe. Hier können wir schön rennen, finde ich gut. Ich schiebe euch jetzt einfach mal nach oben. Da wird man mich loben. Oder auch nicht. Das entscheidet das Gericht. Und das. Ja, haut super hin. Brauche ich noch den nach unten? Und das müsste dann eigentlich schon reichen, um auch durch diese Ebene durchzukommen. Batzen betätigte. Zup, zup, zup. Sind wir? Anscheinend sind wir schon durch. Schön. Das Gesicht kennen wir doch. Ist das Aboranda oder wie die heißt? Wer seid ihr? Oh, seid ihr diejenigen, die Treds Glanz widerstehen konnten? Ich spüre große Wärme in euren Seelen. Wenn ihr gekommen seid, um Tred zu retten, seid ihr zu spät. Schon bald wird Tred sterben und ohne ihn werden auch wir welken. Geht, bevor dieser Wald zerstört wird. Hä? Das heilende Wasser des Merkur-Leuchtturms könnte Tred retten. Doch der Brunnen dort ist schon seit langem versiegt. Okay, und wo ist Tred? Ah, da. Ratte erscheint. Immer diese Ratten. Erdbeben. Flammenwand. Blitzstrahl. Dann räumen wir schon mal ein bisschen auf. Dö-dö-dö-dö-dö. Besiegt Level 7. Er wird nicht mit dir sprechen, Kind. In Treds Reich habe ich die Kontrolle. Okay. Auch so wird er nicht mit uns sprechen. Okay. Jetzt stellt sich die Frage, kümmern wir uns im nächsten Part hier um Tretz oder gehen wir zu dem Leuchtturm, wo wir jetzt mal rausfinden müssen, wo ist der überhaupt? Lasst euch überraschen, was im nächsten Part kommen wird. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen und wir sehen uns dann bei Let's Play Golden Sun. Bis dann, ciao!